Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Royal Weavile 2 Video, zu einem kleinen spontanen Part. Ich habe gerade Royal Weavile gestartet und dann würde ich hier begrüßt mit eine neue Saison hat begonnen. Season 1, Tulpen, Küken, Eierschalen. Sei gegrüßt und tritt heran, eine neue Saison fängt gleich an. Beitreten. Ach du Kacke. Was ist das denn? Tulpen, Küken, Eierschalen. Endet in was? 32 Tagen? What the fuck? Was ist das denn für ein neues Update? Ich hoffe, man versteht so gut vom Ton. Ich konnte da jetzt nicht einfach aufhören. Beziehungsweise nochmal beenden und die Folge nochmal neu starten und alles abmischen. Ansonsten wäre die Einführung hier weg. Was ist das denn? Hol dir jetzt deinen Season Pass. Also Royal Weavile hinkt momentan so ein bisschen hinterher bezüglich den Updates. Da kommen Updates und dann ist es so, dass die Updates erst relativ spät tatsächlich dann rauskommen. Man installiert das Update und dann wundert man sich, hey, wo ist denn das, was im Update-Text beschrieben wird? Und dann kommt es irgendwie 5 Tage später, so wie hier jetzt. Wir haben hier eine Übersicht, wir haben hier Aufgaben. Ah ja, okay. Da gibt es dann also schon wieder hier Schlage 20 Eventschlachten. So gewisse Aufgaben, ja, die dann hier in gewisser Zeit aktiv werden. Ja, aktiv in 5 Tagen, in 13 Tagen. 20 Events im Ninja-Ding, das schafft man auf jeden Fall. Tägliche Aufgaben erfüllen, dann gibt es hier irgendwie so Punkte. Was man für die Punkte kriegt, gucken wir uns natürlich auch noch an. Errungenschaften. Besiege 3500 Einheiten. Okay, das sind jetzt eher mehr so die langwierigen Sachen, die sich auch fortlaufend freischalten. Man hat in dem Fall 32 Tage Zeit dafür. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Finde ich eine coole Neuerung. Endlich neues Feature, dass man ein bisschen mehr an das Spiel gebunden wird. Ein bisschen mehr Aufgaben hat. Wenn wir uns nämlich vor 2 Jahren zurückerinnern, da haben wir tatsächlich relativ... Wie soll ich sagen, lange Wartezeiten, bis ein neues Event kam, so 4 bis 7 Tage war das. Und jetzt ist nur 1-2 Tage Pause, dann startet schon das nächste. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass die das jetzt so gestaffelt gemacht haben. Zum Ton möchte ich noch eines sagen, das wird dieses Jahr auf jeden Fall noch besser, weil ich werde mir ein neues Tablet kaufen. Und zwar das Samsung Tab S6. Und wenn das zu einem ordentlichen Preis zu haben ist, dann werde ich mir das auf jeden Fall holen. Da ist das Mikrofon ein bisschen besser. Das Tablet hier ist schon 5 bis 7 Jahre alt. Und da hat sich auf jeden Fall was in der Technik getan. Also von daher gibt es bald auch eine bessere Qualität. Wann das ist, weiß ich noch nicht. Je nachdem, wenn halt der Wunschpreis erreicht ist. Gut, Übersicht. Dann holen wir uns ja einmal den Season Pass. Das ist ein bisschen kindhaft. Ja klar, da muss man natürlich Geld für zahlen. Ich hab's mir ja schon gedacht. Hol dir deinen Season Pass jetzt auf, diese sofortigen Boosts freizuschalten. 20% verkürztes Upgrade-Zeit. 20% verkürzte Schmiede-Cooldowns. Mehr Steuerbonus für alle Allianzmitglieder. Hol dir jetzt deinen Season Pass. Geht das auch ohne Season Pass? Ich glaube, nein. Zu gewinnen gibt es einen Kumpelskin, die Omega-Schulter, ein Iron-Zepter und den Bombenturm Sprengkraft auf Level 30. Boah, keine Ahnung. Season Pass. Diese Belohnungen können mit einem Season Pass freigeschaltet werden. Belohnungen werden außerdem retroaktiv freigeschaltet. Retroaktiv. Nachdem sie aktiv sind? I don't know. Wir machen natürlich keinen Pass. Aber es geht auch ohne Pass. Das ist schon mal gut. Wir haben hier so eine Art Siegesstraße. Jetzt ist die Frage, ach, das ist jeweils der Tag. Alles klar. Also, man beginnt hier vorne. Ja? Und da kann man jetzt zum Beispiel, wenn man das hier schafft, den Bucky holen.
Hier oben haben wir ein Level. Wahrscheinlich gilt das für die 3000. Für die 30 Tage oder wie lange das Event geht. Aber gucken wir mal, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall haben wir so eine Straße. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir die so passieren können. Wenn wir ein Level geschafft haben, oder ist es so, dass ein Feld pro Tag gemacht werden kann? Das gucken wir uns also einfach mal an. Es gibt eine Osterwiese, eine magische Truhe, eine epische, den Vanity Token, das Irons Zepter, nochmal ein Einheiten-Skin. Hier haben wir noch eine Omega-Schulter, hatten wir auch schon Skins. Und hier auch ebenfalls die Sprengkräfte etc. pp. Was, wenn wir da hinkommen? Das ist das hier. Machen wir natürlich nicht. Wir schaffen das auch ohne. Muss ich mal sagen, drücken wir hier mal Hallo. Wir gucken, dass ich die Aufnahme nicht abbreche. Ich würde das hier gerne machen. Bomben haben einen größeren Explosionsradius etc. pp. Ja, schön. Ich würde gerne jetzt hier einmal das erste Level starten. Da muss man doch dafür zahlen, oder? Das ist doch scheiße. Ja, man muss dafür zahlen. Leck mich doch am Arsch, Alter. Ja, alles klar. Nee, 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 nee. Ein Levelaufstieg 100 Klunker, wollte mich verarschen. Gut, das fällt wohl weg, können wir nicht machen. Ist doch ein Scheiß. Gibt es hier irgendwie Tickets zum Abstauben, kostenlose wie beim alten Event? Ich befürchte, nein. Ist doch ein Scheiß. Das ist doch ein Scheißdreck. Spielerspotlight. Ah, okay, man kann ja auch einen Freund hinzufügen. Was ist das? What the fuck? Nein? Na gut, wir können es nicht machen. Fertig, gehen wir zurück. Schon geredet. Wie es im Schwäbischen heißt, Schock schwätzt. Ist doch ein Scheiß. Das gefällt mir nicht. Pay to win. Das finde ich nicht gut. Ja, da würde ich sagen, dann greifen wir hier noch ein paar Leute an. Das war nämlich ein Zuschauerwunsch. Oder machen wir das hier? Ah, ich weiß nicht. Ist das das Event? Oder ist das einfach nur ein neuer... Nee, das ist Ninja-Event. Scheint es einfach nur ein neuer Ladebildschirm zu sein. Ja, komm, egal. Ist brandaktuell. Machen wir. In einer anderen Folge. Ne, wir machen es in dieser. Ach, ich weiß es nicht. Greifen wir mal in dieser Folge einmal an. Freunde, Google-Play-Rangliste. Rangliste. Wo sucht man denn nochmal hier die Leute? Das sind Freunde. Ich glaube, unter Freunde finde ich wirklich nur die Freunde. Wo gibt es denn hier nochmal dieser Such-Dingens hier? Ne, das sind die Optionen, das war gerade Bullshit. Allianzkriege, Allianz-Rangliste, Insta-Gruppen-Eroberungsboost. Pro-Boost, Krieg-Boost, Elite-Boost. Zusammen spielen. Dann gehen wir es einfach mal hier ein. Und zwar greifen wir einmal an. Wo haben wir denn? Da Nigeria King. King. Ohne Unterstrich und so, oder? Ja, einfach nur Nigeria King. Ah ja, guck mal. Der ist gerade online, ne?
Dann testen wir mal deine Verteidigung. Bin mal gespannt. Also mit dem Update finde ich jetzt schon kacke. Das stört mich. So. Und man kommt hier relativ gut durch. Aber es zieht auch einiges an Leben, ne? Naja, gut, das ist natürlich nicht schlecht. Da haben wir den Phob. Da haben wir versteckte Fallen gehabt. Oh, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Was soll das denn? Was ist das denn für ein Scheiß-Bonus? Sieht ja mal voll schwul aus. Da merkt man, dass Ostern ist, ne? Bald. So, hier schnell dran vorbei. Leben nachtanken. Also man kommt doch relativ gut durch. Wenn man nicht aufpasst, könnte es knapp werden. So. Ja, Geld gibt es leider keins. Schade. Sieht schon komisch aus. Gut, da haben wir ja noch mehr Leute zum Angreifen. War ich also mit dem befreundet, oder? Dann Kato 4.0. Kato. Das ist zwar mit Leerzeichen, aber er sucht ja wirklich nach Freunde. Wo gibt es ja nochmal die globale Spielersuche zum Fick nochmal? Postfach, Schatz, Info, Biester, Eroberungen, Elite-Boost, Krieg-Boost, bliblablub. Google Play, Freunde, Insta-Gruppen, History, Rangliste, da. Ah ja, guck mal. Was bedeuten eigentlich die Sterne hier? Kann mir das jemand sagen von euch? So, was hatten wir hier? Kato. Kato 4.0. Finde doch nicht. Nur noch mit Leerzeichen. 4.0. Da haben wir ihn. Zurzeit nicht in meiner Allianz. Akzeptiert Allianz. Ah, das ist so eine Checkliste. Trophäen. What the fuck? Was ist das denn? Ach so, man kann die Leute suchen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Okay. Allianzturm-Level. Okay. Ja. Hä? Nochmal. Kato 4.0. Suchen. I don't know.
Geben wir es nochmal ein, so wie du es genau geschrieben hast. Kato. Kato. Zack. 4.0. Findet er nicht. Steht auch gar kein Name dran. Doch, da stehen die Namen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum das jetzt nicht geht. Dann haben wir noch King Outright. King Leerzeichen R. Trade. Keine Ahnung. Ich will doch keine erweiterte Suche. Ich habe keine Ahnung. I don't know. I don't know. Komisch. Egal, lass was gut sein. Ich verstehe es nicht. Das war's für diese Folge. Sehr enttäuschend. Es hat nur ein Angriff geklappt. Wir haben hier nur einmal das Update angeguckt, mehr oder weniger. Man muss dafür wirklich zahlen. Das gefällt mir gar nicht. In dem Fall, das war's für dieses Video. Tut mir leid, dass es so uninformativ war. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr von dem neuen Event haltet und ob ihr bereit wärt, das Geld zu investieren. Tschüss. Beenden. Und zwar halt jetzt.